Neue Station auf der Spielwarenmesse 2018 am Stand von NSR. Ich sitze hier mit dem Marc Eicker von Eicker Racing und NSR Distributor Deutschland. Er war so freundlich und zeigt uns jetzt die Neuigkeiten im Hause NSR bzw. auch bei Eicker Racing. Und wir lassen uns jetzt einfach überraschen, was der Marc für uns mitgebracht hat. Hallo Marc, erstmal danke, dass du dich bereitstellst, um uns die Neuheiten zu zeigen. Was gibt's automäßig Neues? Also auf jeden Fall haben wir hier den, für nächstes Jahr allerdings erst, aber das ist halt die Neuheit, die wir wieder vorstellen, wie letztes Jahr auch auf der Messe, ein Jahr im Voraus, der Mercedes GT3. Ja. Und als 3D-Modell ist er bereits vorhanden, dauert jetzt noch bis nächstes Jahr, Ende des Jahres, wahrscheinlich aber eher Januar, dass er dann wie der Porsche 908, der jetzt ausgeliefert ist, dann auch erhältlich sein wird. Und sieht man dem Fahrzeug auch gleich so die Produktionsschritte? Also sind alle anderen Autos auch so mit einem 3D-Druck entstanden? Ist das so der erste Schritt in dem Produktionsprozess, um den Prototypen zu bekommen? Ist das der Ablauf, der so stattfindet bei NSR? Ja, es wird, jetzt, wo es möglich ist mit dem 3D-Druck, werden dann eben diese 3D-Druckmodelle erstellt. Um zu gucken, wie alles passt, wie es von der Form her sein soll und so weiter und so fort, um das halt eben besser vorstellen zu können. Wird eben so ein Teil einmal gemacht und vielleicht noch ein bisschen modifiziert, bevor es dann in die Serie, in die Produktion geht. Okay. Ja. Gut, dann haben wir hier 908, Klassiker unter den Slotcars auch, jetzt von NSR in dieser Farbvariante mit der Startnummer 22. Das ist der erste von insgesamt vieren. Es wird in jedem Quartal wird eine ausgeliefert werden. Das sind also insgesamt zwei, die Richtung Nürburgring und zwei Modelle aus der Targa Florio. Das heißt, wir haben bei der Targa Florio kommt noch eine Golf-Version und noch ein anderer schicker 1970 Startnummer 20. Er ist ein bisschen, ist leider nicht hier. Ist ein bisschen weiß-silber hier vorne, rot und so weiter. Auf jeden Fall vier sehr schicke Modelle, die da ausgeliefert werden. Okay. Die vier Modelle haben auch alle das gleiche Fahrwerk dann drunter oder unterscheiden sich die 908er auch im Fahrwerk? Nein, im Fahrwerk werden sie sich nicht unterscheiden, wenngleich auch für den Antrieb, da hat es eine Änderung gegeben an dem, mal kurz rüberspringen, an dem Motorhalter. Der wird allerdings jetzt noch nicht im Standard verbaut, das kommt erst später. Die wesentliche Änderung daran ist einfach nur, dass hinten die Lagerung jetzt geschlossen ist, also ist es nicht mehr zum Klipsen. Das Klipsen war teilweise problematisch, dass das hier oben halt eben offen war und es konnte brechen. So hat der ganze Motorträger in sich auch viel mehr Stabilität. Es ist eine Neuheit, es ist einzeln nachzukaufen und nachzurüsten für die Autos. Und etwa ab nächstem Jahr wird das dann auch in den Standard übergehen. Ab nächsten Jahr? Meinst du jetzt 2019 oder in diesem Jahr? Nee, 2018? Tatsächlich ab circa, wenn die Sachen, die so da sind, aufgebraucht sind, dass dann die Motorträger verschwunden sind, dann werden die mit in die Serie eingesetzt. Okay. Hat es da im Bereich der Fahrwerke irgendwie Veränderungen gegeben? Bei 917 gibt es ja schon einige Farbvarianten von NSR, einige sogar. Fahrwerk nach wie vor identisch mit den alten 917ern oder ist hier auch eine Veränderung unter der Haube? Nee, da ist an den Fahrwerken selber ist nichts gemacht worden. Die einzigen Fahrwerke, die wirklich mal zwischendurch eine Evolutionsstufe haben, das ist halt bei dem Mosler. Aber da hat es auch dieses Jahr also zumindest bisher nichts gegeben. Also Evo 5 ist da jetzt der letzte Standard. Okay. Gut, dann haben wir hier noch ein Lexan Inlay, sehe ich, auf der Seite liegen. Und in der Vitrine sind noch andere Varianten. Du hast jetzt mal eins rausgepickt. Was hat es damit auf sich? Es hat ja die Lexan Inlays hat's für verschiedene Modelle schon gegeben, aber das war halt eben nicht für alle. Und NSR hat dann jetzt die Lexan Inlays für alle Modelle nachgereicht. Also es ist jetzt für jedes Modell auch ein Lexan Inlay erhältlich. Mhm. Okay, jedes Modell, aber bezogen auf NSR oder auch für andere Hersteller? Nee, nur für, natürlich jetzt von NSR, nur für die NSR-Modelle. Okay, gut.
Dann noch ein sehr interessantes Teil, das mir die ganze Zeit schon im Augenwinkel hier auf dem Tisch so ins Auge fällt, dieser Decoder, der hier liegt. Dieser Decoder, habe ich im Vorfeld erfahren, ist von Eika Racing produziert und wir haben hier einen Prototyp, der sich gerade in der Testphase befindet, kann man sagen. Also ein Decoder von Eika Racing, um ein Slotcar für Carrera digital vorzubereiten. Marc, die Besonderheiten an dem Decoder, kannst du die uns kurz erklären? Wir haben, wir wollen, dass der Decoder einfach einzubauen ist, für nahezu jedermann. Deswegen haben wir uns entschlossen, nicht auf irgendwie Steckbuchsen oder irgendwas zu gehen, sondern wir haben also hier relativ einfach für jeden. Die Kabel sind schon angelötet. Das heißt, um den Decoder einzubauen, braucht man im Grunde genommen nur das Loch im Chassis. Was bei NSR bei manchen Modellen auch schon vorhanden ist, also zum Beispiel der BMW Z4 und die Corvette C7, da ist das Loch schon drin. Mhm. Beim Porsche wird es auch in Zukunft drin sein. Es ist jetzt hier in der ersten Produktion noch nicht drin gewesen, aber das wird auf jeden Fall ganz schnell noch nachgereicht. Mhm. Das heißt, wir haben also schon mal drei Modelle, wo zumindest das Loch schon mal an der richtigen Stelle sitzt. Der Decoder ist relativ flach. Das war auch wichtig. Das war auch ein wichtiges Merkmal, was wir versucht haben zu erreichen, dass er nach Möglichkeit auch in kleineren Modellen, wo wenig Platz drin ist, gut verbaut werden kann. Mhm. Und das Einzige, was man noch tun muss, ist im Grunde genommen zwei Kabel an den Leitkiel vorne anklemmen. Zwei Kabel müssen am Motor festgelötet werden. Und das war es eigentlich schon. Dann wird er programmiert auf seinen Kanal und dann kann es losgehen. Okay, wie ist es mit den Funktionen, die man jetzt von Carrera her kennt? Also Tanken, Ghost Car Funktion, Geschwindigkeitseinstellung und Bremseinstellung. Tanken, funktioniert alles soweit? Tanken ist natürlich drin, Tanken ist wichtig. Ja. Pace Car und Ghost Car ist nicht mit dabei. Mhm. Die Funktionen, die Carrera CO zulässt, sind natürlich alle vorhanden. Also die Einstellungen kann man machen. Zusätzlich können wir aber noch das Ansprechverhalten des Handreglers anpassen. Das heißt, man kann einstellen, dass der Wagen im unteren Bereich vielleicht etwas zügiger abgeht, beziehungsweise nicht so zügig, dass man im unteren Bereich etwas feiner regeln kann. Ich denke hierbei vielleicht auch an Anwendungen wie Bahnvermietung oder wie auch immer, wo die Autos vielleicht mal was langsamer abfahren sollen, damit es einfacher eben vom Handling her ist. Oder man hat eben ein kompliziertes Auto, eins, was sich nicht so leicht fahren lässt. Das kann man dann auch mit einer etwas niedrigen Einstellung ein bisschen besser auf die Gegebenheiten anpassen und auch fahrbar machen. Okay. Also ich habe schon einige Slotcars ja umgebaut mit verschiedensten Decodern. Den habe ich jetzt heute auch zum ersten Mal in der Hand und es fällt der größte Vorteil, vor dem die meisten Angst haben, ist ja aus der Original Carrera Platine die Fotodiode auszubauen, mit einem Kabel zu verlängern, um dann flexibel zu sein mit dem Einbau. Und das ist hier schon vorbereitet, also das ist auf jeden Fall ein genialer Vorteil für alle die Angst haben vor dem Löten, die Angst haben, irgendwas kaputt zu machen. Hier kann man nichts kaputt machen, weil es nämlich schon fertig ist. Also das ist wirklich eine schöne Idee. Des Weiteren ganz vergessen, Licht kann man natürlich auch noch mit anschließen. Es sind also die verschiedenen Pads. Wir haben also Bremslicht, Rücklicht oder mit gebrückt, dass man einen Kanal dann für beides verwenden kann. Das heißt, dann glimmt einfach nur das Rücklicht und beim Bremsen leuchtet es auf oder hat eben getrennt. Das Frontlicht ist klar und wir haben noch eine Blitzlicht, was signalisiert wie bei Basecar. 24 Stunden. Die schnelle Klasse, die von hinten kommt, die dann signalisiert, Achtung, mach Platz. Okay. Ich bin schneller. Also ist diese blaue Leuchtdiode praktisch dann hinter der Windschutzscheibe. Das wäre zum Beispiel eine Anwendungsmöglichkeit dafür. Gut, wunderbar. So, das waren so die Neuigkeiten auf dem NSR-Stand. Nochmal Marc, danke, dass du uns geholfen hast, Einblick zu erhalten in das NSR-Programm. Ich freue mich persönlich sehr auf diese Platine, auf den Decoder und werde die testen, werde euch davon berichten.
Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert einfach meinen Kanal, hinterlasst uns einen Daumen nach oben da, auch für NSR. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Marc, Dankeschön. Danke, oder? Und wir sehen uns spätestens 2019 in Nürnberg. Allerspätestens. Dankeschön. Tschüss.